F6 ist für Child Node. Also, oder man könnte auch sagen, ID einfügen. Oder F7 ist für neue Karte, heißt es dort. Karte. Dann habe ich da noch, glaube ich, F8 ist verschieben. Dann habe ich Del für löschen. Ah, ich bekomme einen Anruf, ich muss aufhören. So, und dann ist es hier schon mal abgelegt. So, was mir noch fehlt, ist eine Taste, mit der ich den Text direkt kopieren kann und gleich einfügen kann, damit in einem Schritt. Beispiel, ich nehme jetzt also hier irgendeinen Text, vielleicht aus einer Suche. Ich nehme jetzt mal lieber MetaGer, weil das ist eine Seite, die sollte man fördern. Ich schreibe hier Glücksforschung rein. Ne? Und da kann man dann mal irgendwas nehmen, wurscht. Das ist jetzt nochmal exemplarisch. So, bisschen runterscrollen, egal. So, und jetzt will ich natürlich, dass es kopiert wird. Jetzt gehe ich rein in dieses Programmchen, wo also dieses Auto-Hotkey-Skript, das kann ja jeder kostenlos installieren, das ist ja frei erhältlich. Und will dort die Möglichkeit implementieren, dass, wenn ich irgendwas tippe, dass das dann eingefügt wird. Mache ich erstmal, ohne lange zu überlegen, irgendeine Tastenkombination, die ich nachher nochmal ändern kann. Vielleicht ein spezielles Copy. Nenne ich mal. Ich nehme mal. Meine Tastenkombination F12, ne? Erstmal kann man immer noch ändern. F12. So wird das dann notiert. Dann kommt hier diese zwei Doppelpunkte. Kann man natürlich im Manual nachlesen. Wenn ich F1 tippe, kommt mir das Manual, ne? Kann man das alles nachlesen. Okay, wieder weg. Und macht dann hier so geschweifte Klammern. Die markieren dann das Ende und den Anfang von so einem Block. Am Ende vom Block muss man immer einen Return schreiben. Das ist halt dort so vereinbart. So, und jetzt, was will ich? Ich will, dass Text kopiert wird. Das geht so mit dem Ctrl-C. Das kennt ihr ja, Ctrl-C. Das macht man. Hier unten sieht man auch, wie man das schreibt. Das ist jetzt zum Beispiel Ctrl-S. Das heißt zum Beispiel die typische Speicher-Tastenkombination. Mit Ctrl-C geht es so. Ctrl-C. Hat das nicht irgendwie nicht übernommen? Weiß nicht warum. Hängt gerade. Also nehme ich mir da die Schreibweise weg, mache die Punkte weg. So. Das ist zum Beispiel Ctrl-C. Aber was mache ich mit dem? Na, C fehlt noch. Was mache ich mit dem? Ich will das ausgeben. Also ich will das senden. Das sende ich dann irgendwo an den Computer und der macht dann die Tastenkombination. Send Case. So. Das ist ja dann quasi, wenn Text markiert ist. Ist es dann in der Zwischenablage, kann man sich mal kurz ausgeben lassen mit Messagebox, was da drin ist, das heißt Clipboard. Ja, so, Clip. Na, das ist hier. Ich will immer nicht selber tippen, das will ich, da macht man ja, vertippt man sich immer. Also nehme ich hier dieses Wort. Das ist halt die Konvention, könnt ihr ja mal nachlesen, wenn es euch näher interessiert. Dann wird es ausgegeben, was in dieser Variable drin ist. Das ist bei dem Auto-Hotkey halt so die Syntax. Und jetzt kann ich zum Beispiel mal das zeigen. Ich gehe jetzt mal irgendwo hin, zum Beispiel auf diesen Text hier und drücke jetzt F12. Mal gucken, was passiert. Nichts. Ich glaube, ich muss erst das Skript hier starten. Nochmal. Hier hin. F12. Passiert wieder nichts. Ja. Vermutlich, weil wir nämlich nicht in diesem Gültigkeitsbereich sind. Hier, if win, nur im Mozilla-Fenster gilt das hier. Also muss ich wohin gehen, wo
Es gilt auch ohne Mozilla-Fenster. Zum Beispiel hier. Das ist ein bisschen darunter angeordnet. So. Jetzt markiere ich irgendwas, zum Beispiel dieses Board, F12. Ja. Jetzt hat er den Inhalt des Clipboards ausgegeben, allerdings nicht das markiert, oder doch? Nee, hat er nicht. Ctrl C sollte eigentlich. Also dieses Kopieren funktioniert anscheinend nicht. Das ist natürlich doof. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen umgeschrieben. Anscheinend versteht er das besser. Ich habe hier so Control Down drumherum und Control Up verwendet statt dieses. Ich mache mal das hier weg. Mal gucken, ob es dann auch geht. Jetzt markiere ich einen Text. F12. Ja, jetzt ist also der Text hier markiert. Gehe ich mal hier drüber. F12 Return. Das ist also wunderbar. Jetzt mache ich diese Nachricht wieder weg, weil brauche ich ja nicht die ganze Zeit. Ich mache das hier mal zusätzlich an die Bedingung geknüpft. Na, so, dann kann ich sehen, da kann ich ja wahlweise an ausschalten. Diese Debug-Information. So, als nächstes will ich natürlich den Text eingeben, ne? Das könnte ich jetzt zum Beispiel so machen, dass ich sage, dass ich eine Funktion aufrufe. Und zwar, was war das Einfügen nochmal? Das war diese F6-Taste in diesem Debate Graph hier. Dieses. Ja, wenn ich das jetzt also öfters brauche, diesen Text, also nehme ich nicht den ganzen Text, kopiere ich den nicht den ganzen Text, sondern ich mache das dann. Es ist also dann die Zeit gekommen, dies wieder zu kapseln in eine Funktion. So, ne? Da macht man dann auch wieder diese Klammern. Ich nehme jetzt das alles hier oben mit. So. Ja. So. Und schreibe jetzt die Funktion hier oben rein. So. Weil offensichtlich brauche ich dieses Add-Item, das Selenium ja mehrmals jetzt, ne? Nicht nur einmal, sondern zweimal. Also deswegen hier die gekapselt, hier nochmal extra aufgeführt. Okay, das ist, glaube ich, soweit okay. Jetzt kann ich die oben verwenden in diesem F12-Befehl, weil ich will ja das Kopierte, was hier in dem Clipart drin ist, tatsächlich irgendwo einfügen. Das will ich dann später einfügen. Und jetzt, wenn das geöffnet ist, dann vielleicht warte ich mal jetzt noch ein bisschen. Und dann vielleicht mal zum Testen eine Zeit lang. Und will es dann einfügen, das geht wieder mit Ctrl-V, ne, das kennt ihr ja. Wieder Ctrl-V oder, dann kommt die Taste, oder ich schreibe den Clipper-Text tatsächlich da direkt rein. Das geht auch. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt irgendwas markiere, zum Beispiel hier 500, ne, oder Sleep und F12 drücke. Das ist jetzt interessant. Der hat jetzt versucht, jetzt einzufügen, aber der Debate Graph, es gibt kein Debate Graph Fenster. Deswegen, der hat es nur gesucht, ein offenes Debate Graph Fenster, aber es gibt kein offenes Debate Graph Fenster. Das kann man aber, kann ich natürlich leicht herstellen. Ich kann ja hier mal ein Debate Graph öffnen einfach. Muss ich mich natürlich auch einloggen kurz. So, jetzt bin ich eingeloggt. Jetzt kann ich es nochmal probieren. Ich wähle mal irgendwo was aus. Ist egal. Nur mal probieren, keine Ahnung. Und gehe auf irgendeine Stelle im Text. Vielleicht hier wieder. Gehe ich mal was anderes. Gehe ich auf Messagebox und probiere es mal mit. Als erstes muss ich das Skript wieder ausführen. Das war vorher beendet. Und drücke mal F12. Ja, also zumindest hat funktioniert diese
dieses Ding zu öffnen und dieses Fenster hier unten reinzumachen. Aber jetzt sieht man, wie der normale Programmieralltag so ist. Es lief nicht alles so, wie ich es mir jetzt eigentlich gewünscht habe. Da kann ich jetzt mal schauen, ob irgendwo hängt. Nee, eigentlich nicht. Hat also alles gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt Cancel drücken würde, müsst ihr euch auch hier unten das Ganze nochmal wieder abbrechen. Ja. Genau, also das heißt, das Skript hängt nicht irgendwo, aber das ist Einfügen. Das hat wohl nicht geklappt, weil das anscheinend viel mehr Zeit braucht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen großzügiger sein, da gebe ich mal 5 Sekunden. Mal gucken, ob es daran lag. Jetzt nehme ich mal irgendwas anderes, nenne ich den Swat Sleep. So, also 5 Sekunden sehen noch nicht aus, vielleicht 4, 5, ja. Jetzt ist hier das Wort Sleep drin, wie man sieht. Jetzt könnte ich natürlich, mache ich mal wieder Cancel, damit es wieder weg ist. Jetzt könnte ich natürlich auch gleich den Speicherknopf drücken. Eventuell, wobei das vielleicht in der praktischen Verwendung dann vielleicht doch besser ist, wenn man es einmal drüber schaut, ob man es auch so will. Also mache ich hier das Gleiche. Ich mache aus dem bestehenden Quelltext mal eine Funktion, weil ich es ja jetzt doch mehrmals brauche. Diesen Code, diese Codefragmente, Code. Mal mache hier so oben rein. So, und das hier. Ja, gut, das Return kann ich nicht rausnehmen. Das brauche ich halt unten auch. Und unten noch ein Return dran. Das ist ja die Konvention am Ende. Sowas dazu hat. Da kann man auch was zurückgeben, als wurscht. Also hier, damit kann ich dann speichern und kann das dann oben verwenden bei meinem F12-Ablauf da, was mit der Taste F12 angestoßen werden soll. Da wird dann hier halt so gespeichert. Das Skript lädt automatisch selber, so programmiert. So, also schauen wir mal hier. Da ist alles soweit okay. Jetzt nehme ich wieder irgendeinen Inhalt. Vielleicht nehme ich mal irgendwo anders einen Inhalt. Nehme ich mal das Wort Experiment aus irgendeiner Webseite raus. F12. Gut, die 5 Sekunden Wartezeit. Ah, jetzt sieht man, dass das gespeichert wurde. Allerdings wurde irgendwie nicht der ganze Text übernommen. Das sind so die Kinderkrankheiten beim Programmieren.